Das ist die 10 Knots Ready to Shoot Kameratasche, die wir hier bei uns im Shop haben. Eine etwas ungewöhnliche Farbvariante, die aus dem Rahmen fällt. Genau deswegen haben wir sie auch aufgenommen. Von der Verarbeitung her ganz wunderbar. Und ja, die werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen vorstellen. Diese Tasche verfügt also hier über einen Verschluss, der keine Geräusche macht, wie man gerade gehört hat. Wir haben also hier so eine kleine Scheibe drin. Das Ganze funktioniert mit Magneten. Das Gegenstück haben wir dann hier oben eingenäht. Ne? Ganz kurz leises Klick, wenn man überhaupt was hört. Und das ergibt dann auch hier, wenn man es aufmacht, den direkten Griff auf das Innenfach. Was sofort auffällt ist, hier ist also nichts dran, wo man jetzt erst irgendwie einen Reißverschluss dann bewegen muss oder halt eben Klettverschluss, der noch Lärm macht nebenbei. Man geht also hier wirklich hin, macht die Tasche einfach zack so auf, kann hier reingreifen, Kamera raus oder halt eben Objektiv raus, das Ganze zu wechseln und so weiter. Das geht also hier alles wunderbar. Das Innenfach hier ist also dann auch nochmal mit so Trennpolsterbänden, mit Klettverschlüssen aus gestattet, Entschuldigung, mein Gott, muss ein bisschen was trinken. Das Ganze hat also hier auch verschiedene Ebenen, das kann man sich dann halt eben so einrichten, wie man das möchte. Ich habe also hier zum Beispiel jetzt ein Element, was noch ein bisschen weiter oben ist auf der Seite und das kann man halt eben auch komplett rausnehmen. Man kann es auch komplett rausnehmen und sagen, ich möchte im Prinzip nur ein einziges großes Fach haben, wo ich meine Street-Kamera dran habe mit einer festen Brennweite halt eben auch und die einfach halt eben dann schnell immer griffbereit haben. An den Innenwänden hier haben wir dann nochmal so kleine Fächer, wo man halt eben noch so ein bisschen Zubehör reinkriegt, Akku zum Beispiel, ein Filter oder Speicherkarten auch. Und das Ganze noch mal hier auf der anderen Seite dann auch. Der Gurt, auch hier so ein bisschen, Moment, auch etwas von der Farbgebung sehr angenehm, passend angelegt hier, so in beige. Und der ist auch sehr stabil, hat eine Schulterpolsterauflage, die man aber auch abnehmen kann. Die Schulterpolsterauflage ist natürlich logischerweise selbst auch nochmal gepolstert. Wenn einem das nicht gefällt, kann man die einfach abmachen mit einem Klettverschluss. Die kann man natürlich auch halt eben zum Beispiel dann an eine Kameratasche anbringen mit einem Gurt, die keine Schulterpolsterauflage hat. Das heißt, Sie können also halt eben auch mit diesem Zubehörteil einfach an eine andere Tasche gehen, Fotorucksack, wie auch immer, und können das dann einfach da dran machen, wenn Sie es da vermissen. An der Seite haben wir hier noch einmal so ein kleines Fach mit einem Reißverschluss. Da auch nochmal hier Zugriff auf so ein kleines Fach, wenn ich da so die Hand reinmache. Das geht also fast über die ganze Vorderseite hier. Meine Finger sind jetzt ungefähr hier und von ungefähr hier unten bis ganz nach oben. Da kann man halt eben zum Beispiel auch noch ein paar Sachen reinmachen. Entweder fototechnisch irgendwie etwas, was man da reinmachen kann, wie zum Beispiel halt eben auch Speicherkarten oder halt eben auch ein Akku oder ein Filter, der da reinpasst. Akku vielleicht ein bisschen weniger, das Ganze beult natürlich dann auch ein bisschen aus. Oder man macht hier zum Beispiel halt eben auch einfach noch ein bisschen irgendwie können Sie Ihre Brieftasche reinmachen oder halt eben irgendwelche anderen Sachen, wo Sie halt auch einen direkten Zugriff haben möchten. Das also hier im kurzen Schnelldurchlauf war also die 10 Knots. Die Ready-to-Shoot-Kameratasche bei uns im Shop, wie der Kollege auch schon geschrieben hat, ne, mit einem modernen, frischen Design für die digitalen Spiegelreflexkameras oder spiegellose Systemkameras in Grau, Orange und Beige.